Williams Tex ist auch fertig. Schnell zum Flugzeug, die Show fängt gleich an. Neo Magazin Royale, das Spiel. Mit Jan Böhmermann. Episode 1. Jäger der verlorenen Glatze. Hihi. Hallo, hallo! Ein herzliches Willkommen zu Neo Magazin Royale, Jäger der verlorenen Glatze. Die Show geht bald los. Hilf mir, William sein Sendungsbuch zu übergeben. Du kannst mich durch die Gegend steuern, indem du einfach irgendwo in den Raum klickst. Um mit irgendwelchen Objekten und den ganzen Verrückten hier zu interagieren, halte die Maustaste kurz gedrückt. Dann kannst du auswählen, ob ich ein Objekt oder eine Person anschauen, benutzen oder aufheben oder zutexten soll. So, los geht's. Jetzt schnell William seine Texte geben, dann kann die Show auch endlich anfangen. Ich darf noch nicht auf die Bühne. Absoluter Horror für einen Künstler wie mich. William? Hier bewahrt Captain Obvious seine Sachen auf. Abgeschlossen. Das ist Williams Spind. Habe ich da ein Geräusch gehört? Klemmt irgendwas. Was war das für ein Geräusch? William? William? Bist du da drin? Bist du da drin? Abgeschlossen. Hier verstaut Dende die Titan Rhymes und freshen Beats. Der Spind von Florentin Ulfkotte. Vom Geruch her könnte es aber auch die Gästetoilette sein. Abgeschlossen. Da sind entweder Williams Pullover drin oder es findet ein Holi Festival statt. Ein Pulli von ein William Pulli. 100% Alpaka-Wolle. Die spritzt William sich in den Pulli, damit er faltenfrei bleibt. Nein, nur ein Komplett-Make-up pro Woche. Steht in meinem Vertrag. Das bleibt schön hier. Selbst hier habe ich einen Nasenschatten. Verdammter Lichttürke. Nein, einfach nein. N-E-I-N, nein. Dahinter sind noch mehr Räume. Abgeschlossen. Die Tür zur Teamtoilette. Git. Abgeschlossen. Wir verbrauchen viel Strom. Williams Penispumpe ist elektrisch. Lieber nicht. Da geht es in den Partyraum. Abgeschlossen. Hey Boss. Hallo Herr Böhmermann.
Ey Leute, hat einer von euch William gesehen? Ein Hut? Was da wohl drin ist? Wärst du lieber ein depressives Einhorn oder ein mega schlauer Nacktmull? Wärst du lieber ein depressives Einhorn? Die Gagmaschine. Sie produziert die ganzen Gags. Nicht nötig. Mein Witzeköcher ist voller als Jenny Elvers auf dem roten Sofa. Ich hasse die, aber ich liebe die auch. Aber ich hasse die, aber ich liebe sie auch. Aber ich hasse sie. Aber ich liebe sie. Vielleicht Flair ganz nach oben? Ach, lassen wir erstmal so. Die Tafelrunde. Where the magic happens. Das ist der Beefträger. Er bringt den Beef. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Beefträger. Ich bringe den Beef. Haben Sie denn auch einen Beef für mich? Ich habe hier einen in meiner Beeftasche. Oh, ich muss ihn hier irgendwo verloren haben. Den brauche ich doch für die Sendung. Haben Sie zufällig unseren DJ Will.i.am gesehen? Leider nein. Im Normalfall findet man ihn doch immer in der Maske beim Haarekämmen. Was machen Sie da mit der Hornhautrommel? Parmesan fürs Catering. Igitt. Haben Sie denn alles für die Sendung? Ich bin Beef-Zusteller und habe keinen Beef. Ah, dann ist gut. Bis später. Dankeschön, Herr Böhmermann. Kann ich Sie vielleicht noch um ein Autogramm... Tut mir sehr leid, aber ich muss weg. Leider keine Lust. Leider keine Lust. Da drin verstecken sich die Autoren immer. Eine Kreditkarte. Wer hat die denn hier verloren? Das ist Bart. Der tut nix. Der will nur spielen. Hi Bart. Hey Boss. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Ich pass auf, dass hier keiner von Axel Springer reinlatscht. Hast du unseren glatzköpfigen Sidekick gesehen? Nee, aber im Zweifelsfall ist er am Buffet zu finden. Wie bist du eigentlich zu deiner Gesichtstätowierung gekommen? Na, mit dem Bus. Ach so, ja. Macht Sinn. Ach, ist egal. Man sieht sich. Das ist Williams Spind. Habe ich da ein Geräusch gehört? Die Kreditkarte. Oh, mega Fail. Die Kreditkarte ist zerbrochen. Ja, dafür ist der Spind jetzt auf. Potztausend. Ein Geheimgang. Wie bei fünf Freunde. Da geht's wohl runter in den Quotenkeller. Dieser William. Hierher verschleppt er nach der Sendung immer seine Groupies. Hier hätte der Trödeltrupp sicher seine große Freude. Das wird doch nicht mal der Kerner machen. 50 Shades of Cone. Ich lass ihn lieber hier. Die muss hier bleiben. Lena hat aber ganz schön zugelegt. Da steht ein Kanister. Hoffentlich liegt hier nirgendwo der dazugehörige Polizist. Williams Medizinschrank? Gruselig.
Ich arbeite zwar fürs ZDF, aber ich bin nicht blöd, ne? Ach, du dickes Ei. Jede Menge leerer Glumpdosen. Das erklärt einiges. Ach, scheiß aufs Dosenpfand. Weg mit dem Gerümpel. Willi Vanilli? Der alte Tiger hat sich mal wieder ins Koma getrunken. Fuck. Ihm ist wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen. Da hilft nur eins. Damit er rechtzeitig wieder auf die Beine kommt, muss ich ihm ein Konterglump Trademark verabreichen. Hi Jan. Bastel Brothers. Ihr kommt gerade richtig. Habt ihr noch Glump für mich? Leider nicht, aber wir können dir das Rezept geben. Diktier's bitte in meine Apple Watch aus purem Gold. Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln und zack, fertig. Glump. Ach cool, danke, das klingt ja unkompliziert. Wenn du noch Fragen hast, du findest uns in der Werkstatt. William Cohn. So stelle ich mir eine Geburt vor. Hallo, William. William, du musst aufwachen. Die Show fängt gleich an. Raus aus den Federn, alter Mann. Du bist ein übelriechendes, glumpgurgelndes Schwein. Da hilft nur eine Dose Konterglump. Trademark